diese Kokosnüsse von dem Bruder, die haben mich gerade gefickt. Ich habe noch nie so einen Unverschämten gesehen. Der Kollege sagt, Bruder, ich gehe kurz einkaufen, brauchst du was? Und normalerweise denkst du, ja, Bruder, bring mir einen Durstlöscher mit, eine Milchschnitte. Zwei Kokosnüsse? Was hat er dir noch geschickt für ein Bild, Bruder? Du wolltest so ein Obstpüree haben, ne? Acai wollte ich haben. Ach so, Acai, ja, stimmt, stimmt. Einfach nur diese Vorstellung, wie er da steht und dann sagt, Entschuldigung, haben Sie hier Acai? Und dann sagt er, ich glaube, Sie meinen Milchschnitte. Das ist da vorne, links, Diabetes to go. Nein, das ist so. Die schmecken wirklich geil, Alter. Ich weiß, ich feier die hart. Ich habe zu Hause ganz viele davon, wirklich check das ab, Leute. Bruder, der ist echt in Indien geboren. Ja, wir dürfen ja nicht mal in Urlaub fliegen, dann holen wir den Urlaub zu uns, weißt du? Ja, bitte, fang an mit dem Tommy Wix-Podcast. Ja, jetzt geht's los, ne? Ja. Okay, los geht's. Okay, 3, 2, 1 und Action. Ja, herzlich willkommen. Lutsch doch direkt. Digga, ich esse dir. Meine Mutter stellt mich da an. Das ist Corona in Person mit dieser Viren unterwegs, gerade noch aus. Du hast ja Corona-Test, bist negativ, ne? Angeblich. Sag mal, dass du negativ bist. Hier. Sag noch angeblich, danke, meine Mutter 60 Jahre hat unten, sagt noch angeblich. Nein, ich hab sie bewusst nicht gesehen, nicht aufgesucht, gar nicht. Okay. Aber wirklich, Leute, vertraut mir. Oder man sieht die Aufnahme nur. Ja, das ist ja auch nicht mein Handy, das ist sein Handy. Aber wo ist denn das Ergebnis, wo steht Corona? Ach so, das habe ich doch geschickt, oder? Ja, ich dachte, du zeigst das mal von deinem Handy aus. Nein, keine Sorge. Nicht, dass der am Ende hier denken, da hat irgendwas, warte. Wenn ich so sehen würde in dieser Jahreszeit, oder ich würde denken, desinfiziert. Ist ja auch die Patient Zero, Alter. Was machst du? Von mir hat das bei mir jetzt angefangen. Deinen Namen zensierst du eh, Bruder, ne? Ja, ja, mach die ganze Zeit. Sieht man das? Guck mal, da ist ein bisschen sieht. Muss näher ran. So? Ja, da steht nur SS drauf. SS? SS. Oh, ja. Salim Semeri, SS. Ah, Mensch. Ja, der. Sieht man nicht. Nee, ne? Summt jetzt nicht. Aber das kann man einblenden, Bruder, ne? Kennst du gleich. Weil du bist negativ, Bruder. Labor, Doktor, Quade und Kollegen. Nein, aber wirklich hast du. Sag doch, willst du nicht direkt deren Adresse geben für die nächsten Molotow-Cocktails, damit die direkt wissen, wo sie hingehen? Aber was ist das umsonst, Bruder? Nein, mach dir keine Sorgen. Aber ich bin wirklich krass. Vor allem hast du auch vor ein paar Wochen dich über Dings Urlaubmachende aufgeregt, Digga. Genau, genau. Los? Ich hab die alle als Hurensöhne beleidigt, die umreisen. Aber du bist ja, du hast dich ja testen lassen, so bei dir ist ja alles okay. Mir ist alles safe. Du bist ja ein Ehrenmann auf jeden Fall. Außer diese Klingtop, wo man hat mich richtig abgefuckt, wo ich das gesehen habe. Du hast einfach einen Boxershort an, Bruder. Das ist ein Badehose. Ich kam ja aus dem Urlaub. Ich war bis vor einer Woche noch in Finnland. Wie viel Grad haben wir gerade draußen? Heute 3 oder so? 3 Grad locker. Oder wenn der nicht infiziert hat an Corona, ne? Oder dann gibt's das nicht. Wirklich ganz ehrlich. Dann gibt's das nicht, Bruder. Digga, 3 Grad, das ist ja gar nichts. Leute, ihr müsst wissen, wie das zustande kommt. Seit einer Woche oder so schreiben wir die ganze Zeit hin und her. Oh mein Gott, ja. Und am witzigsten ist immer, ich wache immer so 7 Uhr, 6 Uhr wache ich immer auf und schreibe dir, also bekomme ich so Nachrichten von dir. Du so, Walla, Bruder, ey, ich habe alles versucht, meine Mutter hat Angst, ich glaube, du kannst nicht kommen. Das Zombie-Apokalypse hier in Wuppertal. Wissen die Leute, dass du in Wuppertal wohnst? Oder ist hast du jetzt eh schon gesagt. Die Kamera überhaupt noch auf, oder? Schade. Bei uns in Wuppertal ist Zombie-Apokalypse. Bitte, glaubst du, wir können das nächste Woche schieben? Ja. Und du denkst so, krass, du bist auch um 6 Uhr immer wach. Und auf einmal schreibst du mir, ey, ich gehe jetzt schlafen, gute Nacht. Normal. Ich gucke, es ist so 11 Uhr. Ich so, shit, der geht um 11 Uhr erst zum Spenden. Ja, 11 Uhr, manchmal 14 Uhr. Also echt, bei mir ist es komplett schau. Aber was machst du denn immer so spät? Das führt dazu, dass du immer die Nacht durchmachst. Sag mal deinen Tag durch. Das würde mich echt mal interessieren. Weil wir haben echt Gegenteil. Also bei mir ist das wirklich, also... Ich schneide nachts Videos, da bin ich mal so am kreativsten, wenn ich da bin. Und das ist bei den meisten so, ja. Manchmal so ein bisschen schreiben mit Mädels. Okay. Nachts. So, weil dann bin ich der besten Verfassung. Dann habe ich auch immer ein Ohr für Mädchen. Tagsüber halt gar nicht. Ja, und dann kann du schläfst ja tags. Genau, also ich gehe dann so wirklich gegen. Also vor 7 Uhr kann ich nicht einschlafen. Laber nicht. Ja. Also, seit wie lange geht das schon so? Boah, wo ich im Abi war, war es immer so 4 Uhr morgens, dann hatte ich um 7 Uhr Unterricht. Aber so jetzt ist das so wirklich vor 7 Uhr kann ich nicht einschlafen. Boah. Krass. Wirklich, wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja, und wie wachst du auf? Wachst du immer korrekt auf oder so? Ja, ich schlaf 8 Stunden, ganz normal. So 16 Uhr. Nein, ich meine, wenn du aufwachst, bist du dann so, weil du hast mir geschrieben, du wachst immer um 16 Uhr auf und bist dann so ab 19 Uhr ist deine CPU. Genau, dann bin ich so richtig wach, aktiv, kreativ, alles, Bruder. Das ist dann so bei mir ab 19 Uhr, 2 Uhr morgens, dann mache ich dir alles, was du willst, Bruder. Aber so wenn es vorher ist, kannst du vergessen. Laber nicht! Ja, ich bin dann so gar nichts gebrochen, Bruder. Krass, Digga, ich komm gar nicht klar. Ich bin jetzt schon so im Einschlafmodus. Ehrlich? Und du bist jetzt immer, quasi jetzt ist deine Primetime und meine Downtime, ja? Weil du bist 6 Uhr morgens, schließt du auf. Immer 6 Uhr, wach ich immer auf. Warum? Ich versandt wird. Nein. Was machst du denn um 6 Uhr morgens? Ich muss diese Junkies vom Grundstück verjagen. Die sind halt immer da, die wachen dann auf. Und ich so, ey, verpisst euch. Nein, Spaß. Aber ich dein Mund ist immer schon laut. Ja, aber ich finde das krass, dass wenn ich, zum Beispiel bei mir, wenn ich so bis 21 Uhr nicht schlafen gehe, dann bin ich schon so hart K.O.
Deswegen fasziniert mich das bei dir hart, dass du immer so 7 Uhr schreibst. Alles klar, gute Nacht. Und 16 Uhr ist so dein Frühstück und so. Ich komme gar nicht klar. Ja, das ist echt bei mir komplett schon. Du musst überlegen, du in der Steinzeit wärst schon 4-mal gestorben oder so. Weil so Leute, die um 7 Uhr... Doch, du wärst voll die gute Wachposten gewesen nachts. Ja, ne? Dass wenn so Löwen oder so kommen und du bist dann so am Video schneiden, geil, und checkst dann so gar nicht, dass diese Löwen reinkommen. Und das wäre krass, weil ich hab mich gefeiert. Ne? Ja. Geil. Digga, ich weiß, ich hab das hart gefallen. Aber was ich überhaupt nicht check ist, wie hast du es in der Schule überlegt? Hast du nur geschlafen? Ja, 3 Stunden geschlafen. Ich kam auch voll oft zu spät. Lama, ich kam sehr, sehr oft zu spät mit roten Augen und so auch immer. Weißt du? Ich war wirklich echt kaputt, aber ich hab's in der Schule irgendwie noch hinbekommen. Safe. Wirklich? Ja, ja. Ich habe aber viele Fehlstunden, aber ich kam so oft zu spät, dass das schon einige Fehlstunden auch dann geworden sind. Habe ich aufsummiert. Aber das heißt, was war das Höchste? Du hast Hauptschulabschluss gemacht, ne? Realschule, ja. Abitur, aber alles in einem Stück oder nacheinander? Nee, ganz normal. Ich bin damals in der 1. Klasse bin ich sitzen geblieben. Wirklich? Das muss man auch erstmal schaffen, oder? Da schon normalen Schlaf und so. Das ist schon krass. Danach habe ich es geschafft in die 2. Klasse, das war so Upgrade, weißt du? Warte, ich muss jetzt erstmal erklären, was haben deine Eltern mit dir gemacht? Also meine Eltern hatten gar keine Ahnung, Bruder, die waren so auf diese... Du hast denen gesagt, das ist normal, dass man... Nee, die Lehrer haben gesagt, ja, Schule, die haben nichts verstanden, nur Schule, denn alles, was die gesagt haben, meine Eltern haben so, ja, egal was, so, weißt du? So, und bleib sitzen. Ja, das ist gar nicht, die Hauptsache, der bleibt in der Schule, so auf dem. Also dann die 1. Klasse, ich bin von der 1. Klasse, genau, ich bin Schulkindergarten bin ich gekommen erstmal. Mhm. So ein Vorschulding war das. Danach habe ich es geschafft, 1. Klasse, alhamdulillah, ich bin 2. Klasse gekommen, so richtig krass, und dachte, neue Firma ist da, dann bin ich wieder sitzen geblieben, oder? Warst du bist in der 2. auch sitzen geblieben? Ja, ja. Warte mal, du bist in der 1. sitzen geblieben? Also, 1. kam Schulkindergarten, weil ich so hängen geblieben war, Bruder. Warte mal ganz kurz, du musst ganz kurz mich aufklären. Oder ich war 13 Jahre, wo ich in der 4. Klasse war. Ich hatte Schamhaare einfach. Ich weiß auch, einer hat mir so ein Timo, so ein richtiger Bastard, hat mir ein Handtuch weggezogen, für ein Schwimmbad war und ich hatte schon Schamhaare, Bruder. Ich war 12, glaube ich, so Ende 12. Und dann hatte ich schon so ein bisschen so leichte Behaarung und der so, zieh mir das Handtuch weg, so auf lustig, und dann sieht er so meine Behaarung und wah, guck mal, was der da hat, guck mal. Und ich habe mich so geschämt, ich meinte zu den Leuten, das sind Flusen von meinem Handtuch. Weil ich mich geschämt habe, dass ich schon eine Schambehaarung hatte. Ich meine, das ist richtig ernst. Richtig katastrophal. Oder ich habe zum Beispiel, ich hatte Bart, so 6. Klasse hatte ich schon diesen Fullbart, den man sich heutzutage wünscht, Bruder. Und dann habe ich mich so beim Rasieren geschnitten, weil ich wollte nicht, dass ich den einen Bart habe. Ich habe mich irgendwie geschämt, weil, Bruder, ich war auch der Älteste, wo ich älter als der Schulleiter, richtig Blamage, Bruder. Ich hatte 8. Klasse, konnte ich nach Hause fahren nach der Schule, weißt du? Und dann habe ich halt meinen Bart so rasiert und habe mich geschnitten. Meine Kollegen meinten, boah, was hast du da? Ich meinte, ja, ich hab mich so halt gestritten ein bisschen zu Hause. Und mein Bruder hat nämlich gekratzt aus, wenn ich so eine Katze, weißt du? Aber das war wirklich. Ich hab mich übelst geschimpft in meine Behaarung. Ich war immer schon der Älteste. Das war wunderbar. Aber ganz kurz. Bist du in Deutschland aufgewachsen, ja. Wuppertal? Bist du hier geboren, ja, aufgewachsen? Und sitzen geblieben, richtig Blamage, ja. Warte mal, du bist in die 1. gegangen, ja. Dann haben die, du bist nämlich sitzen geblieben, sondern die haben dich zurück in den Kindergarten gesteckt. Vorschulkindergarten, also Schulkindergarten. Ich war auf dem Schulhof, die meinten, nee, du kannst heute nicht in die Klasse gehen. Du darfst heute noch spielen. Ich so, boah, korrekt, bin da runtergegangen, gar nicht hinterfragt. Direkt gespielt, Verträge wurden angefertigt. Hauptsache, ich durfte spielen. So. Dann war ich im Schulkindergarten, dann bin ich da runtergerufen und gesagt. Und die so, müssen wir keine neuen Bücher kaufen? Gar nichts. Nee, sie können die sogar noch zurückgeben. Bringen Sie uns die Bücher zurück. Nächstes Jahr. Sie kriegen 50% Rabatt. Wissen Sie was? Behalten Sie die einfach für private Zwecke. Lassen Sie ihn hier mit dem Traktor spielen. Und dann gehst du in die 1. Ja. Hast du schon Sackhaare? Ja, die hat schon eine 4. Bruder. Ja, in der 4. Klasse hatte ich die. Dann kommst du in die 2. bleibst du nochmal sitzen. Genau, 2. und schon mal sitzen. Und ab 3. Klasse gehst du dann bergauf, Bruder. Da habe ich auseinandergenommen, war ich gut. Aber muss, Bruder. Ich weiß auch, ich hab Abi gemacht, Bruder, so guten Durchschnitt geholt und so, und ich war voll stolz, ich komme so nach Hause, ich so, ja, richtig guten Abi-Schnitt geklärt und so, ne. Und mein Bruder so zu mir, normal, du musst einen guten Schnitt haben. Ich so, warum mit der, Digga, du bist der Älteste aus dem Jahrgang. Du hast dem Lehrer Nachhilfe gegeben. Der Lehrer hat dich gefragt, ob er rausgehen darf. Digga, nochmal. Ich bin älter als der Mann, Bruder. Ja, natürlich. So Elternsprechtag. Der Lehrer kam mit seinen Eltern zu dir, um deine Bewertung zu bekommen. Du hast so zum Lehrer gesagt. Elternsprechtag war auch Katastrophe. Bei warum? Meine Mutter kann ja kein Deutsch. Weißt du, können deine Eltern Deutsch? Ja, kommt doch mal, wie man Deutsch definiert. Ja, meine Mutter kann gar kein Deutsch. Einfach mal katastrophisch. Der Elternsprechtag. Der Lehrer meint so, ja, ey, die Noten, alles cool. Der Typ ist auf jeden Fall gut dabei und so, ne? Meine Mutter hat so gar keine Reaktion gezeigt. Die, so, die dachten schon, so strengsten Eltern der Welt und so, weißt du, dass denen das nicht reicht. Und irgendwann ist so der Lehrer zu meiner Mutter, ja, jetzt mal ehrlich, freuen Sie sich denn nicht über die Leistung Ihres Sohnes? Meine Mutter, ja, ich verstehe nicht, will ich. War nie in Schule, ich verstehe nicht, will. Meint, ja, aber das sind super Noten und so gute Voraussetzungen für auch später und so, ne? Und dann sagt er, meine Mutter so zu dem so, ja, ich verstehe nicht. Und meinte, ja, aber wie machen Sie das denn mit den Klassenarbeiten? Wo unterschreibt denn dann die ganzen Klassenarbeiten für den Harlim? Meine Mutter eiskalt, so richtig so, noch voll so ehrlich. So, ja, die macht selber immer.
Und da war ich 8. Klasse, ich war aber 16 erst, ich war noch nicht volljährig, weißt du? Hat der Lehrer mich richtig geballert, Bruder. Aber die konnte ja nicht schreiben, deswegen durfte ich selber unterschreiben, Bruder. Ach so, ja, ja. Boah, das ist bei mir was ganz anderes. Bei mir, ich habe immer diese falsche Übersetzung mal gemacht. Ehrlich? Ja, also meine Mutter kam auch einmal mit dazu, dann haben der Lehrer auch gesagt, der fälscht hier alles, der klaut, der kommt immer zu spät. War es echt so schlimm? Ja, das war Katastrophe, das war wirklich Notwehr. Und dann, ich musste es tun. Ich habe mich bedroht gefühlt. Von wem, Bruder? Ich weiß nicht. Ich wollte einfach sicher gehen. Dann habe ich einfach die Sachen geklaut. Ich habe immer so vom Lehrer den Rotstift geklaut und dann immer selber meine Arbeiten korrigiert. Niemals. Ich schwör's dir und mir dann so auf die Schulter geklopft. Klar, ich schwör's dir. Ich hab dieses Dings bekommen und ich musste dann, da hat er immer sein Mäppchen gehabt vorne. Ich habe diesen Stift gesehen. Kann ich mir so einen Rotstift aus, ich habe keine rote Farbe. Den genommen, Foto davon gemacht und dann in den Fachladen und gesagt, ey, ich brauche genau diesen Stift. Ich habe diesen Stift dann immer gehabt und hat an der Seite immer diese roten Zahlen geschrieben. So, ja, das sind die Punkte. Ja, ja. Dann habe ich so immer weitere Punkte hingeschrieben, so 6 Punkte, 7 Punkte. Und dann habe ich gesagt, ey, Entschuldigung, Sie haben die Punkte falsch zusammengezählt. Sie haben offensichtlich 13 Punkte vergessen. Aber warst du in der Schule in Bulgarien? Was ich mag, Bruder. Und wer weiß, wann es dann aufgeflogen ist? Ja. Denn es hat voll aufgeklappt und dann auf einmal zählt er so alles zusammen. Und der dann so, krass, Alter, ich habe mich wirklich verzählt. Du hast 81 von 40 Punkten, Alter, Respekt. Ja, über 2 Einsen, um sicher zu gehen, weißt du? Und dann, der so, warte mal, ich glaube, irgendwas ist hier faul. Und dann ist alles aufgeflogen. Dann musste meine Mutter kommen. Und dann hat der dir alles erzählt. Und dann meine Mutter so, Bist du Berber? Ja, Berber. Nein. Doch, oder nicht? Kannst du das Mädchen auch reden? Natürlich kann ich das Mädchen reden. So, das Mädchen. Well, safe. Yeah, you're sure. Krass. Yes, ganz genau. Und dann war da meine Mutter, die dann so, Minina. Ich so, nicht. Gut. Aber warte ganz kurz. Du bist in NRW zur Schule gegangen, richtig? Ja, genau. Perfekt. NRW ist doch bis 4. Klasse Grundschule. Genau. Das heißt, 4. Klasse, das heißt, als du als Kind zweimal sitzen geblieben bist, innerhalb von 2 Schulklassen und einmal noch im Kindergarten warst mit 5, was war dann? Ich war bis 6 im Kindergarten. Bis 6 warst du im Kindergarten? Ja, Respekt, Alter. Ja, ja. Und dann warst du dann, das heißt, was war damals dein Ziel? Was wolltest du damals als Zweitklässler, was war da dein Traum, was du mal beruflich machen wolltest? Anwalt? Ja, war immer mein Traum. Aber warum? Was war der Impuls? Ich habe so viele Brüder in Habs, Bruder, die ich befreien wollte. Vor mein Album kommt, weißt du? Nein, Spaß. Schönen Gruß an Momo, Bre, Alberto, alle schönen Grüße an euch, Primo-Partei. Nein, das ist, ich wollte wirklich Anwalt werden. Und dann habe ich auch Jura studiert tatsächlich, 2 Semester lang an der Uni. War dann aber halt unterfordert, weil ich hochbegabt bin, weißt du? Ja, ich habe alle Klausuren halt mit 15 Punkten bestanden. Wirklich? Weißt du? Dann hatte ich keinen Bock mehr auf das Jurastudium. Hab dann so das Examen übersprungen, weißt du? Und hab dann halt abgebrochen. Was direkt richtig ist. Genau. Weißt du? Und ja, auf jeden Fall habe ich das Jurastudium abgebrochen, weil ich halt so richtig hart durchgenommen wurde, weißt du? Und ja. War ich ein bisschen verwirrt. Hast du 15 Punkte bekommen? Nein. Oder hast du denen gesagt, gib mir 15 Karotten? Ich habe 4 Punkte gehabt, Bruder. Das war nicht vier Punkte. Das war richtig viel gewinnt, habe ich gespielt. Also, weißt du, da habe ich gemerkt, okay, so Staatsorganisationsrecht, Strafrecht, Bruder, das sind Sachen. Das geht nicht, weil nur Gott kann mich richten. Yeah, ich habe so an Rap-Lines gedacht, wenn ich da in Vorlesungen saß und dachte, fick auf den Richter, Gott kann mich richten. So, du hast so Ratas Gold gesucht, genau, das war dein Ziel. Und auf einmal siehst du so 280er Paragraphen, du wusstest nicht, was dieses komische S. Genau, Paragraph 31, und ich wusste dann schon, der hat direkt die Texte von Ratar im Kopf, Bruder, weißt du? Ja, dann habe ich es abgebrochen. Ja, und dann dachte ich mir, okay, wenn nicht Anwalt, dann Lehrer. Lehrer? Ja. Warte mal, du hast hart vorgespult. Du warst in der 2. Klasse, bist du als 18 Mal sitzen geblieben. Genau. Und dann auf einmal warst du bei den Mandalas, hast du ja fast schon Burnout. Ja. Hast du richtig verstanden? Ja. Du musst ja nicht, welche Farben du nehmen solltest. Komm, dann Rand gemalt. Ja, hast angefangen. Der Lehrer hat angerufen, weil ich am Rand gemalt habe. Hast den Kleber nicht gerochen, hast den Kleber gegessen. Und dann haben die zu dir gesagt, weißt du was, genau zurück in den Kindergarten, wo der Kleber noch versiegelt ist. Genau. Und dann bist du da geblieben. Ja. Und dann bist du aufs Gymnasium, aber nach der 4. Klasse. Was hast du für eine Empfehlung? Gesamtschule! Ja, also ich war tatsächlich in der 3., 4. Klasse, wo man halt diese Empfehlung bekommen hat, war ich einer der Klassenbesten. Labo. Ja, tatsächlich. Wo er nach 2 Mal sitzen bleiben muss. Wollen das jetzt aufs Piano fällt. Nein, die Maß versprochen. Auf jeden Fall, da kannst du auch drauf machen, war Spaß. Kriegst du wirklich teuer aus? Ja, das war auch teuer. Aber Bruder, kein Ding. Kannst du spielen, wirklich? Ja, ja. Digga, aber das ist hart verstaubt, Alter. Du hast so im Museum einfach gekriegt. Kannst du spielen? Krass, Alter, mach mal. Der erste Marokkaner, der nicht nur dieses Together hat. Ja, das kann ich gar nicht. Das war schon bei Erschen. So. Also auf jeden Fall, wie gesagt, was ist denn genügend? Genau,
Du bist auf die Gesamtschule. Genau. Und dann gingst du auf einmal voll ab. Ja, ja, dann war auch, also dann war ich so 5. bis 9. Klasse, so immer einer der besten aus der Klasse. Ich war ein richtiger Streber, also das volle Paket gelutscht, geschleimt, Hausaufgaben gemacht, Leute verpetzt, wenn die keine Aufgaben abgegeben haben und so. So Sachen, so richtig so Hurensohn-Starter-Pack. So Äpfel hingelegt. Genau das, Bruder, alles, Bruder. Mit Simnet sogar noch mit Tee und so, Lehrer, weißt du? So auf diese Faxen. Und ja, danach kam Lehrer, ich... Lehrer, du kennst alle Muttermale. Bruder, ja, ich kannte die Lehrer, ich wusste, wo die gewohnt haben. Ich habe die Hunde Gassi geführt und so, Bruder. Wunder. Und danach, wie war das? Ja, dann kam ich in die 11. Klasse, Oberstufe. Da war ich auch mal richtig schlecht. Warum? Was passiert? Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie zu schwer. Ich habe nichts verstanden. Deutsch 4, überall 5 geschrieben und so. Dann habe ich die Schule gewechselt, tatsächlich. Kam auf so eine übelste Kanackenschule. Das hat dann mein Leben verändert. Ja, und dann habe ich halt auch Abi da gemacht. Aber was heißt mein Leben verändert? War denn da dein Deutsch war auch immer so Präsidentendeutsch? Ja, genau. Ah, ich habe mich zum Beispiel gemeldet im Unterricht, habe was vorgelesen, dann hört man von hinten so, Walla, der ist nicht von hier. Ich denke mir so, Jungs, Alter, das ist alle in der Oberstufe, weißt du? Das war eine ganz andere Generation, Bruder. Das war komplett anders. Ja, und dann habe ich dann mein Abi gemacht, habe es geschafft. Aber wie sind die dann in die Oberstufe gekommen? Haben die einfach die Lehrer erpresst? Wenn ich dachte, du bist ja, Digga. Ich glaube echt, da war Schutzgeld im Spiel. Und ja, so. Ja, ja, die haben so die Kinder zu Hause gehabt mit so Geiselvideo. Ja, wenn die geredet haben, Alter, nee, das war, Bruder, das war lustig. Die waren ja nicht dumm, die waren wirklich nicht dumm, aber halt, wie die sich ausgedrückt haben, Bruder, das war anders. Das war wirklich anders. Ja, diese Funktion ist ein Integral und man muss das so auflösen, weil die Stammfunktion ist in einem anderen Definitionsbereich. Und der Lehrer soll, das ist bildende Kunst. Ich weiß nicht, was du denn willst, Digga. Ich weiß nicht, was du denn redest. Geh raus vor die Tür und zähl die Stühle, bitte. Dann ist doch Hauptschule so, Bro. Ihr seid beeindruckt, wenn ich und sage. Mhm. Und dann bist du schon so Präsident. Und vorher warst du bei den Deutschen. Aber dann hast du das Abi bei. Aber wann hat dann YouTube angefangen? Weil du hast dann ja genau da angefangen, als es angefangen hat. Nee, das Ding ist, ich habe schon damals 2007 YouTube gemacht. Meine ich ja, du hast angefangen, genau. Als YouTube angefangen genau, hat. Bist genau. Du George Washington von YouTube. Ja, ja, genau. Ich war so wirklich von Anfang an dabei. Ich habe so Skate-Videos gemacht, Rap-Videos, Fingerskateboard-Videos. Also jeden Scheiß, worauf ich Bock hatte. So, aber ne? Wie hat das angefangen? Ich hab mir keine Ahnung, ich war klein, ich war glaube ich, weiß, damals so 12 oder 11. Vor allem, wie warst du noch in der 6. Klasse? Ja, mit 12 war ich noch in der 4. Bruder. 3. Wow. Oder 4. Da war ich dann so, ich hab immer so Amerikaner anguckt, so diese kleinen Kids, die so gerappt haben und so, fand das immer cool. Und wollte denen dann so nachmachen, weißt du? Hab dann so Skateboard-Videos gesehen und ich bin dann, ich will alles nachmachen, was ich sehe, Bruder, weißt du? Dann wollte ich das halt selber alles mal so umsetzen, ne? So diese ganzen Sachen, die ich da gesehen habe und sowas. Und dann hab ich schon angefangen, dafür zu interessieren, für Videos schneiden, Musik drunter legen. Ich habe damals sogar, weiß ich noch, den Film von Kevin allein in New York, kennst du dich, den auswendig gelernt, Digga, und bestimmte Szenen nachgespielt, Bruder. Und dann halt so die Melodie angemacht und die Szenen so versucht, nachzuspielen. Ich kannte die Textstellen auswendig, so krass kaputt war ich, Digga. Aber was gab es 2007 für Programme, Digga? Bruder, ich hab Windows Movie Maker damals, also ich glaube, Movie Maker war ganz am Anfang, glaube ich, das gab es schon zu dem Zeitpunkt. Krass. Movie Maker habe ich ein bisschen geschnitten, sonst habe ich halt immer nur so Audioaufnahmen gemacht und dann so das Familie gezeigt, so auf Marokkanisch, so ein paar Witze gemacht und auf Deutsch, immer so, weil ich war immer so diese bisschen Unterhaltungsschiene, aber für mich selber, weil ich mich selber damit abgelenkt habe, immer so, weißt du? Und dann, keine Ahnung, dann irgendwann kam ich dann halt, Schule habe ich damals immer YouTube ganz normal weitergemacht, also so Skate-Videos gedreht, aber damals war das nicht so wie heute, dass das so ein großer Bestandteil ist von allen, weißt du? Das war so, die Lehrer wussten, ich mache ab und zu Videos auf YouTube, so Skate-Videos oder so, aber es hat keinen gejuckt. Ah. Ich glaube, heutzutage ist das ganz, ganz anders, wenn du YouTube machst, weißt du? Und dann irgendwann, keine Ahnung, ich glaube, so Anfang Oberstufe habe ich komplett aufgehört, ich glaube, 3-4 Jahre gar nichts mehr gemacht, dann nach dem Abitur ein paar Klaviervideos hochgeladen, dann habe ich das Studium ja abgebrochen und kam an die neue Uni. Und da hatte ich schon gar keine Freunde. Und da war mir todeslangweilig, Digga. War richtig langweilig. Ich habe angefangen, so auf Facebook mal so zu erzählen, was ich heute in der Uni erlebt habe. Die Person hat mich wie wenn du Stand-Up-Comedy machst. Die Person hat mich abgefragt. Und halt noch so auf cool und lustig das verpackt. Und dann habe ich angefangen, auf Facebook so Synchros zu machen. So Serien genommen, wie zum Beispiel Pfefferkörner und sowas. Kennst du wahrscheinlich noch. Klar. Oder The Bachelor und sonst was. Habe dann diese Serien synchronisiert, so parodiert quasi. Und bin dann auf Facebook so ein bisschen größer geworden. Und habe dann nachher versucht, den Fokus auf YouTube zu lenken. Weil ich mir dachte, ey, BAföG war da. Aber ich habe den Leistungsnachweis nicht geschafft, ich habe Geld gebraucht, ich wurde 25, Kindergeld war auch weg. Dann dachte ich mir, ich brauche eine Einnahmequelle. Dann habe ich mir gedacht, ey, wie geil wäre das, wenn du mit deinem Hobby, was du eh schon jahrelang machst, Geld verdienst, so, weißt du? Und dann habe ich angefangen, so YouTube halt durchzuziehen, so wirklich mit dem Ziel, ich will damit Geld verdienen, wirklich Geld, ich mache es wirklich wie Geld. Habe mich vor die Kamera gesetzt und gesagt, Leute, ich mache das nur wegen Geld, nicht wegen Fans, weil ich kenne diese Leute gar nicht. Ich habe auch schon vorher YouTube gemacht, weißt du? Yeah. Deswegen juckt mich das nicht. Ja, und dann, keine Ahnung, dann ging das immer so weiter. Beefs kamen, Auseinandersetzungen mit dem YouTuber. Der kritisiert dich, der das drauf geantwortet. Habe ich das System so durchschaut, mich da reingehackt und wusste, okay, da gibt es eine Sache auf YouTube, gibt es noch nicht. So eine Mischung aus Streber und Assi-Kenneck. Und dann dachte ich mir, das bin ich ja wirklich, Bruder. Und dann bin ich da reingegangen.
und hab die Szene gebannt. Krass, Alter. Du warst so Farid Bang von YouTubern einfach. Ja, sowas in dem. Ach, krass. Nur halt ein Spaß. Ja. Verstehe, das heißt, du warst Dings, du warst, hast dieses Studium gemacht, hast du gedacht, fuck, ich habe keine Freunde. Ja, voll langweilig. Kein Bock jetzt. Ja, ja, so Toilette schon fünfmal gerochen. Genau. Mäßig genau. So und dann gesagt, okay, ich mache jetzt diese Videos alleine ja. Hier. Und dann hast du gesehen, Lava, es gibt keinen Streber und Assi, diese ja. Fusion gibt's nicht. Genau. Das ist so, mir das, darauf habe ich Bock. Und dann habe ich mich halt vor der Kamera so ausgelebt und jetzt ist halt so, je länger ich das mache, desto mehr lege ich dann so Wert auf, wie schneide ich, was für ein Effekt und so, weißt du, das ist dann halt so, das interessiert mich halt, dieses Effekte, Schneiden, wie funktioniert das, so, weil ich finde halt auch, wenn du Videos machst, generell auf YouTube, du kannst den größten Scheiß aufnehmen, der Schnitt sagt alles aus nachher. Du kannst mit dem Schnitt so viel rausholen, Digga, du kannst so viel machen, wenn es allein schon die passende Melodie ist, kannst du schon ein Kunstwerk schaffen. Und so sehe ich das halt auf YouTube immer. Ja, oder diese ganzen Zwischenvideos, Reactions, genau, die man so reinschneidet. Genau, ja, ja. So Memes und sowas. Genau. Das finde ich halt cool. Deswegen, ja, so war das dann bei mir halt so, die Laufbahn. Ja, weil ich fand das auch witzig, dass, als sie das gezeigt haben, ich habe vorhin mit deinen Kollegen gesprochen, dass wenn Leute mit dir Kooperation machen, dann ändern die deinen Namen ab. Das heißt, die sagen nicht A.B.K, genau. Sondern die machen dann so einen Y hin, ja, Z, genau, Omega, genau. So arabische Buchstaben und ja. So, damit das so weit wie möglich von dir distanziert ist. Richtig. Und auch die Firmen, mit denen ich, wenn ich mal eine Firma habe, für die ich Werbung mache, sei es irgendwelche Handyspiele, so Apps. Die ja, so Dark Web. Genau, so. Tor-Browser. Das ist so dein einziger Sponsor. Und so. Yeah. Kannst du einen Hitman-Service und so. Wir haben schon die libanesische Großfamilie auf Hitman-Service. Kannst du. Wenn auch ihr Probleme habt, eure Schulden einzutreiben, geht hier Tor-Browser.com. Ringfinger ist weg, dann habt ihr euer Geld wieder. Das Ding war halt, also ich habe dann halt mal meistens so, so Apps und die sind dann meistens so Chinesen und so. Die checken gar nicht, was ich sage. Dann mache ich da halt so in den Werbungen, baue ich das halt so auf, wie ich auch wirklich bin, dass man sich auch diesen Werbeclip wirklich geben kann. Ja, und das ist dann das, was mich auch wirklich auf YouTube rettet. So diese ganzen Placements. Irgendwelche Chinesen, die nicht lesen können. Irgendwelche Scheißspiele, Bruder, die ich ekelhaft gar nicht zocke. Ich sag das auch, Leute, ich zock das gerade nur diese 5 Minuten für Placement, für das Geld, Bruder. Weil das Ding ist, ich bin ehrlich, also natürlich am Ende des Monats summiert sich ja trotzdem eine Summe auf YouTube auf. Ne? Das heißt, irgendwie, da sind dann die Videos gelb, aber alte Videos sind vielleicht noch grün geworden später. Du kannst so einen Antrag ausfüllen, dass quasi das Video überprüft wird, weißt du? Und dann werden vielleicht die Videos nach 200.000 Klicks vielleicht grün. Manche sind doch vielleicht, manchmal passiert es ja wirklich, manchmal, wenn ich wirklich an dieser Woche 5-mal gebetet habe, dann sind die Videos manchmal grün, weißt du? Das passiert auch. Und dann natürlich kommst du am Ende des Monats auf irgendeine Summe, ne, die du halt für YouTube auch machst. Aber ich investiere auch in die Videos. Ne. Ich reise rum, zum Beispiel mache so Vlogs oder Equipment holst du dir mal, hilfst Familie, so Sachen halt auch. Ne. Und dann, es ist jetzt, ich hätte auf jeden Fall für diese Reichweite, die ich habe, müsste ich auf jeden Fall schon viel, viel, viel mehr verdient haben, als ich es bis jetzt getan habe. So. Das Ding ist, guck mal, ich sag dir auch ehrlich, ich wurde auch von der Schule gekündigt. Ich habe an der Schule gearbeitet. Ich werde nicht den Namen meiner Chefin sagen, aber ich habe mit denen geredet und dann meinten die irgendwann zu mir einfach, ja, sie brauchen morgen nicht kommen, ne? Mit diese Almonds in diesem so Motto-Ton, wir finden das voll traurig, obwohl die sich denken, du Huren, so eine Hauptsache, du bist weg. Da hat die so geredet, meinte ich, was ist denn? Da meinte die, das war richtig, boah, da war ich so pervers am Telefon. Kennst du das, war so dieses, wenn du so diese Wuttränen hast? So? Ich schlafe mich tot, Corona, Bruder. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, die haben mich rausgeworfen dann, die haben mich angerufen und meinten, ja, das war's heute für sie, ne? Also sie brauchen morgen nicht kommen und so. Du dachtest, zuerst so Urlaub. Ja, ich meinte so, warum denn? Meinte, ja, wir haben gesehen, da haben einige YouTuber auch, ich hatte ein Beef mit ein paar YouTubern und die haben dann irgendwie erzählt, dass die bei der Bezirksregierung das melden würden, dass ich an der Schule arbeite mit so einem kontroversen Content, dass das der Vorbildfunktion schaden würde und sonst was. Hä, seit wann sind Lehrer Vorbilder? Ja, wunderbar, ich war ein Lehrer nie als Vorbilder gesehen, wunderbar. Ich war in der Klassenfahrt immer besoffen, Bruder, ich musste ihm noch helfen. Aber ich schwöre dir, wunderbar, hat ihm gekotzt und fressen. Nein, alle. Ja, und auf jeden Fall, dann haben die gesagt, ja, das war's für sie. Und dann habe ich einfach am Telefon gesagt, ja, aber warum denn? Ja, die Schulleitung meint, das können die nicht mehr gutheißen, was die da machen, wenn das rauskommt und so. So richtig auf so ein Motto mit der. Dann habe ich eiskalt am Telefon, boah, das war so pervers, Bruder. Ich sage am Telefon so, ja, okay, also darf ich ja natürlich bei Ihnen arbeiten. Nee, das war's, tut uns leid. Und ich so, ach so, warten Sie mal. Ich wurde gekündigt aufgrund meiner Online-Präsenz. Und jetzt darf ich mal in meiner Online-Präsenz nicht einmal sagen, dass ich gekündigt wurde, eben aufgrund dieser Tatsache gerade hier. Aufgrund, man meint die, ja, wenn Sie das machen, dann wissen Sie schon, dass da auch rechtliche Schritte eingeleitet werden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann mich ja im Konjunktiv ausdrücken. Ich weiß ja ganz genau, was ich sagen darf und was nicht. Dann habe ich halt so in dem Video richtig ekelhaft, habe ich schon gesagt, meinte ich, ja, die meinen, ich würde den Ruf der Schule schaden. Dann frage ich mich nur, welchen Ruf meinen Sie eigentlich? Ich habe dann so Zeitungsartikel eingeblendet, Messerattacke, Reizgas, so richtig ekelhafte Artikel. Und dann war das die schlecht bewertete Schule in ganz Wuppertal. Realschule Hohenstein, schöne Grüße an alle. Aber was war das mit den Drohungen? Ja, da habe ich halt über manche, das Ding war, ich habe halt so von manchen YouTubern so die Lügen aufgedeckt. So, da war wieder das Stichwort DSDS-mäßig so mal erklärt, so
was an dem Video vielleicht fake sein könnte und dies und das. Hat mich über manche Videos auch lustig gemacht von Influencern. Also das, was Pocher jetzt gerade macht, so jeden Tag. Ja, man, genau sowas in die Richtung habe ich gemacht. Genau, über manche Influencer halt, mache ich ja bis heute auch noch. Und danach war das irgendwann so, dass man halt, dass mir dann halt irgendwelche Manager geschrieben haben von den Influencern. Aber zum Beispiel, was hast du gemacht? Das heißt, du hast einen, musst den Namen sagen. Zum Beispiel, da war eine YouTuberin. Auf jeden Fall habe ich ein Video über Influencer gemacht. Und so ein Parodie-Video, weißt du, wo ich mich vielleicht über Dinge von denen lustig gemacht habe, so wirklich auf die Schippe genommen. Genau. Auf jeden Fall hat dann irgendwann mal so haben mich Leute kontaktiert, immer irgendwelche Leute, die mit den Influencern in Kontakt standen oder irgendwie was zu sagen hatten. Und dann kam halt diese Einschüchterung zu mir.